Ein Dorf in Israel. Es scheint ein ruhiger Nachmittag wie immer im Garten der Familie Namir. Aber es ist kein gewöhnlicher Nachmittag für Haggai Namir. Er freut sich auf ein Treffen. Er hofft darauf seit 38 Jahren. Zusammen mit Itamara Salz konnte Haggai seinen Wunsch verwirklichen. Wir versuchen, ein Buch zu schreiben. Während wir Haggai Namir interviewten, fragte er mich, ob ich wisse, was aus seinem Kommandanten geworden war, der am letzten Tag des Krieges schwer verwundet wurde. Lebt er noch? Fragte er mich. Und das war nach 38 Jahren. Salz tat mehr als nur zu antworten. Er versammelte Namirs gesamte Panzerbesatzung aus dem Krieg. Die Mannschaft hatte sich seit fast 4 Jahrzehnten nicht gesehen, aber man könnte meinen, sie waren nie getrennt. Das ist eine einmalige Lebenserfahrung. Hier sitzen Leute, die sich seit 37 Jahren nicht gesehen haben, aber sie sind Menschen, die zusammen an lebensgefährlichen Orten waren. Das bedeutet, sie haben etwas gemeinsam. Die Männer verbinden fehlende Teile ihrer Vergangenheit, vom einstigen kritischen Moment, der sie auseinanderbrachte. Woran sich einer nicht erinnern kann, erinnert sich ein anderer. Stück für Stück vervollständigen sie das Puzzle der Ereignisse. Als der Panzer getroffen wurde, flog er 3 oder 4 Meter in die Luft und landete wieder. Rauch, Schreie im Panzer. Ich wusste, dass die gesamte Mannschaft verletzt war. Ich fühlte, wie eine Flamme mich einhüllte. Mein Helm flog irgendwann weg. Im Mund spürte ich Stücke meiner zerbrochenen Zähne. Dann wurde ich evakuiert. Die Panzerbesatzung wurde auseinandergerissen. In dem Krieg war dies der letzte getroffene Panzer. Eine Stunde später wurde Waffenruhe verkündet. Der Kampf war zu Ende. Was fühlte die Mannschaft damals im Krieg? Wir hatten ein Gefühl von Verantwortung, eine Mission. Wir wussten, unser Ziel war es, die Menschen in Israel zu verteidigen. Genau genommen, die ganze Sicherheit der Israelis an der südlichen Front basierte auf den gepanzerten Korps. Deshalb fühlte ich, so wie auch die anderen, dass die ganze Sicherheit der Israelis auf unseren Schultern ruhte. Überall gab es Szenen des Todes. Panzerfahrer Denny Tal sagt, dass ihn auch die Todesfälle des Feindes betroffen machten. Es war ziemlich hart, keine einfache Sache, die ich ziemlich lange für mich behalten habe. Und ich brauchte eine lange Zeit, ich trug es mit mir herum, innen drin. Dieses Treffen heute ist ganz wichtig, um einen sehr bedeutsamen Kreis zu schließen. Namir sorgte sich vor allem um seinen Kommandanten. Er hatte sich alle Mühe gegeben, ihn zu finden, aber vergebens. Ich sah ihn damals schwer verwundet und wir haben uns seitdem nicht mehr getroffen. Heute sehen wir ihn gesund, körperlich und geistig. Das ist wirklich ein glücklicher Moment. Israel hat viele Kriegsgeschichten. Fast 4 Jahrzehnte sind vergangen, doch die Kriege gehen weiter. NTD News Israel.